Von wegen Technologieoffenheit. Das neue Gebäudeenergiegesetz sieht vor, auch die natürlichste Form des Heizens zu verbieten, nämlich das Verbrennen von Holz. Mit großen Schäden für über 500.000 Wald- und Försterfamilien in Deutschland und auch noch zum Schaden des Klimas. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und neben dem Verbot von Öl- und Gasheizungen läuft wohl die Entwicklung des Wärmens und Heizens in Deutschland immer mehr hin zu einer Monopolisierung der Wärmepumpe. Da ist also nicht mehr sehr viel mit Technologieoffenheit. Und wenn man eine Sache aus Jahrhunderten von Wirtschaft und Wissenschaft sagen kann, dann die, dass es meistens zu massiven Ineffizienzen, Schäden und Mangelwirtschaft kommt, wenn man sich auf eine einzige Sache verlässt und keine Technologie mehr im Wettbewerb zu anderen steht. Und deswegen gehen jetzt auch die einzelnen Holz- und Sägeverbände sowie die modernen Landwirte und viele andere natürlich auf die Barrikaden, weil sie hier zu Recht völlig anprangern, dass man hier eine gewaltige Katastrophe verursachen wird. Es gibt 500.000 Familien in Deutschland, denen eine ganz wichtige Aufgabe zuteil wird, nämlich die Wälder in Deutschland zu pflegen, zu bewirtschaften und auch ökologisch im Rahmen des Klimawandels umzubauen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen in den letzten Tagen. Und so ist es nämlich so, dass aktuell in vielen Wäldern in Deutschland vor allem auf die Fichte gesetzt wird. Und gerade diese Fichte ist aber, was den Klimawandel angeht, ein bisschen bedroht, weil sie wohl die Wurzeln ja nicht sehr tief in die Erde schlägt und somit gerade, wenn es weniger Wasser beispielsweise gibt, erhebliche Probleme bekommt. So, und jetzt haben diese wichtigen Familien, die ja in ihrem Besitz eben diese ganzen Wäldereien und so weiter haben, diese bewirtschaften und so eine wichtige Aufgabe, nämlich dafür zu sorgen, dass diese Wälder eben einerseits von sich aus natürlich wachsen, aber andererseits immer auch wieder die richtigen Anreize bekommen, um sich zu erholen. Beispielsweise habe ich hier ein richtig spannendes Video gesehen vom modernen Landwirt, das ist schon ein paar Monate alt. Und dort kritisieren und beschäftigen sie sich auch mit den neuen EU-Richtlinien und Gesetzen und sagen, es gibt ja ein gewaltiges Problem, wenn man nicht mehr mit Holz heizen darf. Was zum Beispiel? Nun ja, wenn man jetzt so einen Fichtenwald hat, dann kann es eben auch wieder vorkommen, dass diese Fichten zu nah beieinander stehen und deswegen immer mal wieder einzelne Fichten eben auch geschlagen werden und dann eben als Holz verbrannt werden. Weil nicht aus jeder Holzqualität lässt sich verlässlich beispielsweise ja, Möbel, andere Holzprodukte und so weiter herstellen oder eben auch zu Papier verarbeiten. Es gibt immer einen gewissen Restbestand. Oder beispielsweise kommt es immer mal wieder auch vor, habe ich auch in dem Video gesehen, dass es so eine Art Befall gibt mit Würmern und so. Und dann kann man eben dieses Holz nicht mehr für Produkte verwenden. Es hat einfach nicht mehr die entsprechende Qualität. Also was macht man? Man verarbeitet es eben zu einer der nachhaltigsten Energie- und Wärmequellen in Deutschland überhaupt, nämlich zu sogenannten Holzhackschnitzel oder Pellets. So, und das ist natürlich ebenso auch für diese Förster, Landwirte und so weiter eine ganz wichtige Einkommensquelle. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, das wird jetzt kurzerhand verboten und nur noch, wenn man in neuen Häusern beispielsweise so Kaminöfen und so verbauen will, dann geht das nur noch in Kombination mit Solardach und so weiter und wenn man Staubfilter und alles Mögliche einsetzt. Ansonsten werden einfach diese Heizungen verboten und das bedeutet, wenn jetzt mehr und mehr Leute das nicht mehr benutzen können, fällt natürlich auch die Nachfrage nach dem Holzschnitzel und so weiter hier zusammen oder Holzhackschnitzel mehr gesagt. Und das würde natürlich bedeuten, dass das dann einfach im Wald verrotten würde, weil sie eben nichts mehr damit anfangen können und dadurch wird wieder besonders viel CO2 freigesetzt und es kann halt nicht zu einer nachhaltigen ja, Umbau von den ganzen Wäldern und so weiter kommen. Und das finde ich sehr interessant. Der Herr hier in dem Video sagt nämlich zum Beispiel auch, dass immer von ihm gefordert wird, dass man so eine Kreislaufwirtschaft betreibt. Und genau in diese Kreislaufwirtschaft greift man aber mit diesem Gesetz
massiv ein und nimmt einerseits die Grundlage für diese Familien, sich weiterhin zu finanzieren, und auf der anderen Seite schädigt man eben genau dieser Kreislaufwirtschaft, weil man eben einen großen Teil in dieser Wirtschaft, also in dieser Wertschöpfungskette von den Produkten, eben einfach verbietet und diese dann eben sinnlos im Wald verrotten. Und das ist natürlich wieder ein großes Problem und zeigt abermals, dass man scheinbar in Brüssel einfach die Richtlinien macht, ohne die entsprechenden Verantwortlichen, die sowas dann im Zweifel auch umsetzen müssen, wie in diesem Fall hier diese Bewirtschafter von dem Wald. Eine der wichtigsten Dinge, die man ja auch braucht, weil zum Beispiel so ein großer Baum, der produziert nicht nur rund um die Uhr Sauerstoff, sondern der kann natürlich auch wiederum CO2 und so weiter aufnehmen. Also man sollte hier in diese Kreislaufwirtschaft nicht reingrätschen und einfach diesen Leuten ihre Lebensgrundlage nehmen und ihnen das Leben zusätzlich schwer machen. Und dabei ist ja insgesamt das Heizen mit Holz und mit Hackschnitzel und Pellets und so sowieso ein sehr klimafreundliches und auch regeneratives Heizen. Es gibt nichts Regeneratives als ein Baum, der wächst, dann irgendwann abgeholzt wird und dann wieder verfeuert wird. Ja, diese Teile, die nicht mehr nutzbar sind. Was Regeneratives gibt es überhaupt nicht auf dem Planeten. Aber scheinbar ignoriert man das hier einfach geflissentlich und möchte eben seine Wärmepumpen auf Biegen und Brechen durchdrücken. Es gibt ja auch in den letzten Tagen immer wieder solche Artikel, das habe ich neulich schon mal gelesen, fand ich sehr interessant. Jetzt haben es schon die unterschiedlichsten Zeitungen aufgegriffen. Die Wirtschaftswoche hatte immer mal wieder was, die Welt hatte immer mal wieder was. Jetzt gibt es das sogar auch im Spiegel, mit dem Titel Habecks Klüngelwirtschaft. Und dort wird halt eben erklärt, dass viele Staatssekretäre, auch von dem Herrn Greichen beispielsweise, der ja einer der wichtigsten Mitarbeiter von Habeck ist, eben verschwägert sind und Familienmitglieder und so weiter in ihren einzelnen Ressorts und so weiter haben, dass also in diesen Ministerien teilweise die Leute, die dort alle arbeiten, alle zu denselben Familien gehören. Hier spricht sogar der Spiegel sogar, dass das Ministerium wie eine Art Clan geführt wird. Und das finde ich interessant. Dem sollte man mal richtig nachgehen, weil ich würde mich ja nicht unbedingt wundern, wenn irgendwann mal herauskommen sollte, dass man hier zum Beispiel auch gewisse Interessenkonflikte hat. Zum Beispiel, weil man irgendwie indirekt mit irgendwelchen Verbänden von den Wärmepumpen und so weiter zusammenarbeitet. Oder wenn man später vielleicht auch eine Karriere oder sogar einen Job irgendwo dort anstrebt. Das ist natürlich einfach jetzt von meiner Seite nur eine pure Spekulation. Das kann man hier in keinem Fall aktuell nachweisen. Aber ich finde es schon denkwürdig, dass man hier einfach eine ganz wichtige Kategorie, die sowohl klimatechnisch eine wichtige Aufgabe haben, als auch eben wirtschaftlich davon abhängig sind, nämlich die Leute, die sich mit dem Aufforsten und mit der Pflege und dem Bewirtschaften der Wälder auseinandersetzen, hier einfach irgendwie vor den Kopf stößt.